Die USA haben sich zurückhaltend zu Nordkoreas Absage von Gesprächen mit Südkorea geäußert. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums erklärte, es verfüge über keine Informationen aus Nordkorea, dass der Gipfel in Gefahr sei. Die USA gingen weiterhin davon aus, dass er wie geplant stattfinden werde. Als Grund für die Absage für die für Mittwoch geplanten Gespräche mit ranghohen Vertretern Südkoreas gab Nordkorea laut südkoreanischer Agentur Yonhap ein gemeinsames US-südkoreanisches Militärmanöver an. Auch das für den 12. Juni in Singapur geplante Treffen von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump sei in Frage gestellt, berichtete Yonhap unter Berufung auf die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Das US-Verteidigungsministerium spielte das vom 14. bis 25. Mai angesetzte Manöver herunter. Es sei Routine und defensiv, sagt ein Sprecher des Pentagon. Der Umfang sei vergleichbar mit dem Manöver des letzten Jahres.